Ach, was war noch ein fehlender Hinweis? Nummer 180 Erfahrungspunkte extra. Sind wieder 18%, ne? Eines neuen Wissenspunktes. Ui! Stopp. So, da habe ich angelegt. Komm, mach fertig hier. So, wunderbar. Immerhin. Eine Sorge weniger. Scheiße, echt, ey. Ja, da ich gerade so ein bisschen eh auf der Stelle hinke. Düsen wir erstmal hier hin, komm. Zum Schnellreisepunkt und versuchen da mal der Hauptquest etwas weiter zu folgen. Ja, ich werde mich auf jeden Fall schlau machen, wo die Glasfabrik ist. Ah, warte mal, warte. Oh, ho, ho, ho. Halt, halt. Ah, Moment. Ich weiß, es klingt komisch, aber ich muss mich einmal nur ganz weit strecken, weil ich nämlich mir einmal die Spielehülle zu Genüge geführt habe, beziehungsweise an die Hand genommen habe. Und da ist nämlich eine Karte drin von Oakmont. Und ich schau mal rein, was da drin steht. Vielleicht sind auch, ist das ein bisschen detaillierter als das, was ich jetzt hier sehe. Pass auf. Tada. Ach du Scheiße, das dunkle Bad. Hätte vielleicht Vorlicht anmachen müssen. The Seven Oaks, Church of Redemption. Steht natürlich nicht drin. Schade. Also stehen die wichtigen Orte drin. Halt, die man auch so... Ach, scheiße. Naja, leider nicht. Ja, also die wichtigen Orte stehen halt drin, ne, die man halt auch so besuchen kann, wie zum Beispiel The Seven Oaks steht hier drin, aber leider keine Glasfabrik. Struggle Against the Flood. Steht sonst noch irgendwas drin? Auf der Rückseite vielleicht irgendwelche Tipps. Ah, jetzt hänge ich mit meinem Kabel auch noch fest. So ein Käse. So, nee. Leider nicht. Ich meine, der Versuch, der war es auf jeden Fall wert. Na, ich werde mich schlau machen bis zum nächsten Mal, wo die blöde Glasfabrik ist. Weg kann sie ja nicht sein. Wobei kann sie schon, wenn sie dich gemacht hat. Ich wünschte, ich könnte ja auch mehr sehen. Also das hätte mich jetzt richtig gefreut, ne? Wenn jetzt die Fabrik auf der Karte eingezeichnet wäre. Ich muss schon direkt aufstoßen hier. Einmal hier rein. Man's Clothing. Hilft mir jetzt leider nicht weiter. Tut mir leid, ich muss noch ein letztes Mal gucken, weil das lässt mir einfach keine Ruhe. Ah, guck mal, da haben wir hier schon was. Eine Fotografie vom Tatort im Fischerhaus, wo J.R. Nels mit einer Axt erschlagen wurde. Und diese Karte bescheinigt das blablabla. Bla, bla, haben wir schon gemacht. So. Gibt bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger. Was ist denn da? Irgendwo. Ich kann mir ja nicht mal was kaufen. Das finde ich ja schade. Vielleicht möchte ich ja mal was kaufen. So. Gut. Wo düsen wir denn jetzt mal hin? Achso, das war jetzt einmal. Das waren jetzt die beiden Tatorte, ne? Ich wollte aber erstmal gucken, wo ich nach der Hauptquest hin muss. Verschleppt, bla bla bla. Überfall gewesen sein. Habe ich hier schon überhaupt irgendwie mal einen Punkt gesetzt oder sowas? Ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sein. Gucken wir doch mal. nö. Super. Schön. Gucken wir nochmal rein. Eine Ahnung. Er hat seine Ritter aus dem Fischauge ähnelt. Ich muss mehr über die Männer herausfinden, die die Expedition angegriffen haben. Bei wem? Ohne Scheiß, bei wem? War das hier? Ja, was war hier doch mit dem Wahrzeichen, dass man sich da treffen sollte? Oder vertue ich mich da gerade? Ich weiß es gerade wirklich nicht, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal dahin, komm. Ich weiß nicht mehr genau, was sie mir dir erzählt haben. Robert Throckmorton will, dass ich Professor Harriet Doe finde. Das muss ich nachvollziehen, den Professor verschleppt hat. Oh Mann, wo müssen wir denn hin? Was war denn jetzt das Letzte? Wir waren unter Wasser, haben die Höhle durchforstet, ne? Haben ein paar Beweise geholt. Haben mit Throckmorton gequatscht.
und sich dann um seinen anderen Scheiß gekümmert. Oder uns dann um seinen anderen Scheiß gekümmert. So, das wird vermutlich das Wahrzeichen hier sein. Imi habe ich im Kopf. Das Zeichen, das war nämlich für mich schon irgendwie sehr verdächtig, dass ich hier hin muss, aber ich weiß nicht warum. Hey! Was verkaufen Sie, Mister? Ich sehe keine Waren. Ich verkaufe, was jeder in dieser Burg am dringendsten braucht: Sicherheit und Komfort. Sie sind ein Neuankömmling? Wo sind Sie untergebracht? Im Devil's Reef Hotel. Beim alten Victor. Der könnte mehr aus seinem Hotel machen. Und ein Mann mit Ihren Talenten könnte auch mehr aus sich machen. Interesse an einem lukrativen Auftrag. Sie haben Arbeit für einen Privatdetektiv, Mister. Für ein paar Patronen nebenbei bin ich immer zu haben. Das höre ich gern. Ich heiße Walter. Und ich brauche jemanden, der sich um ein Problem mit meinen Immobilien kümmern kann. Es geht um die hiesige Fauna, wenn Sie verstehen, was ich meine. Immobiliengeschäfte sind riskant. Wie sind Sie dazu gekommen? Mein ganzes Leben lang habe ich mit Fisch gehandelt. Aber ich wollte mehr erreichen. Ich träumte davon, mein Geld als Vermieter zu verdienen. Also als jemand, der nicht arbeiten muss. Ich habe sehr sparsam gelebt und dann vor kurzem mehrere Häuser gekauft. Ich will sie an Flüchtlinge und Neuankömmlinge vermieten. Und ich habe sogar noch größere Pläne. Lassen Sie mich raten. Sie brauchen jemanden, der mit einer Waffe umzugehen weiß. Oder geht es um etwas anderes? Sie müssen diese Räuchergefäße im obersten Stockwerk meiner Häuser aufstellen und damit die Wildbeester verjagen. Und als Beweis brauche ich ein Foto von den aufgestellten Räuchergefäßen. Rauch der Wildbeester verjagt. Funktioniert das überhaupt? Sicher doch. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe die Räuchermischung von einem vertrauenswürdigen Freund gekauft. Einverstanden. Geben Sie mir die Adressen. Man sieht sich. Okay, glückliches Wohnen. Jetzt ist nur das Problem. Okay, ich habe gar kein Licht mehr, die armen Schweine. Jetzt haben wir zwar eine weitere Zeitquest, habe ich ja wirklich nichts gegen. Leider komme ich mit meiner Hauptquest nicht weiter. Pa, 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 pa. Ja, ich meine, wie gesagt, das. Oh. Das Schöne ist ja, wir haben mehr als genug zu tun. Ne? Also langweilig wird mir auf jeden Fall nicht. Gucken wir uns direkt mal an. Walter gab mir eine Schachtel mit Gefäßen, in denen sich eine sonderbare Räuchermischung befindet. Ich soll die Räuchergefäße in seinen Häusern aufstellen, damit der Rauch die Wildbeester vertreibt. Haus im Bezirk Coverside. Ich muss mich in Walters Haus im südlichen Teil des Bezirks Coverside begeben. Es befindet sich in der Lincoln Street zwischen der Derry Lane und der Landing Avenue. Im obersten Stockwerk muss ich ein Räuchergefäß aufstellen und dann ein Beweisfoto für Walter machen. Gucken wir doch mal. Coverside ist hier. Coverside Süd. Was war das? Lincoln? Nein, Derry Lane. Doch, Lincoln Street. Lincoln Street. Bin ich gerade doof oder so? Die habe ich schon mal gefunden, ja? Ah, hier ist die Landing Avenue. Und das hier wird dann wahrscheinlich vielleicht die Derry Lane sein. Ich weiß, muss ja. Geht ja nicht anders, ne? Ach, da. Ja, okay. Entschuldigung. Mein Fehler. So. Zack. Dann der nächste, bitte. Westlich der Salvation Harbor begeben, findet sich in der Seven Oak Street zwischen der Eel Street und der Castle Street. Okay. Ne, bin ich falsch? Das war im Süden, stimmt. Seven Oak Street zwischen Eel Street und Castle Street. Ah, guck mal hier. Zack. Und zu guter Letzt. Was sagt der uns? The Shells. Wo waren die? Achso, der war direkt da drüber. Shells im Westen. Hawking Lane. Da, Hawking Lane. Inner Shine Street und Warren Road. Also hier. Kapluff. So, fertig. Gut. Oder auch nicht. Weil, wie gesagt, jetzt ist hier dunkel. Ich mach mal Licht an. Ich brauche Infos über die Angriffe der Expedition. Ich war jetzt erstmal relativ guter. Ah, guck mal. Früher konnte man hier sicher ganz gut leben. Ja, du mir auch. Nee, ich war ganz guter Dinge. Was waren ja Innsmouther, die angegriffen haben?
Aber hey, wir können uns mal hier unten umgucken. Du frisst ja kein Brot. Auch wenn es nicht sehr einladend aussieht, muss ich ja auch. Die Tür gibt nicht nach. Ehrlicherweise sagen. Ja, unser geistiges Auge springt auch nicht an. Ich könnte natürlich nochmal in das Hauptquartier der Expedition gehen. Wobei ich da jetzt nicht noch eine Ahnung habe, wo es liegt oder wo das ist. Was hier? Schade. Das sah so aus, als könnte man da irgendwie reingehen. Okay, aber was machen wir denn jetzt als nächstes? Guck mal, das ist gar nicht so weit entfernt. Sollen wir uns mal direkt darum kümmern? Um den ersten Schisselmadeng? Machen wir, komm. Ich bin jetzt gerade eh schon bei fast einer Stunde dran. Das heißt, dann wird das heute meine letzte Amthandlung werden, wahrscheinlich. Ich werde mich aber fürs nächste Mal auf jeden Fall informieren, wo diese Kackfabrik ist. Die Glasfabrik. So, dann muss ich nochmal mit dem Boot fahren. Da führt doch einfach kein Weg dran vorbei. Ja, ja, komm. Achso, ah, erstmal Fähigkeiten. Ich habe doch noch einen Punkt. 5! Entschuldigung. Okay. Ich habe da wohl ein paar Mal vergessen, mich aufzuleveln, wa? Okay. Ich komme mit klar, alles gut. So, den habe ich schon. Offensichtlich. Ja, pff, ne? Keine Ahnung. Was machen wir denn mal? Nochmal ein bisschen Revolver. Achso. Zack. Revolver. Medizin. Keine Ahnung, ey. Die Waffen habe ich ja eh noch nicht. So. Zack. Ich bin ja schon mal gut aufgestellt. Der Rest interessiert mich nicht so wirklich. Mit Fallen und so ein Gezumpel. Ja, wobei jetzt als nächstes meine Belohnung natürlich zu erhöhen, würde ja Sinn machen, wenn ich jetzt eh mehr tragen kann. Weil jetzt kann ich mir meine ganze Crafting-Zeug nämlich direkt wieder verbrauchen, offensichtlich. Tada! Tada! Ja, okay. Boots and Shoes. Das finde ich... Also nicht, dass die Leute getötet werden, finde ich ganz geil. Wie beiläufig einfach wieder weggeht, obwohl gerade jemand erschossen hat. Aber okay. Ach, guck mal. Da war ich offensichtlich auch schon drin, ne? Wie das Kartenzeichen. Das Briefzeichen. Ja, aber dass hier die Stadt so ein bisschen lebt, ne? Dass man da hier und da immer mal was entdecken kann. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Das finde ich auf jeden Fall ganz nice gemacht. Ach, voll der Leichensammler, ey. Oder hier der Leichenteilsammler, besser gesagt. Hier mal ein Köpfchen, ne? Da mal ein Arm. Oh, ein schönes Bein. Ob der hinterher dann Frankenstein spielt. Bis der dann auch noch erstochen wird. Ich weiß nicht, ob der andere dann die Leichenteile klaut oder so. Oh, ist das hier befallen? Ne, sieht eigentlich noch ganz okay aus. Alliop. So. Gut, dann dürfen wir, glaube ich, gleich schon bei der ersten Wohnung sein. Ah, meine Nase juckt. My nose is killing me. Okay, hier ist noch nichts. Ah, wo ich jetzt hier gerade ziemlich genau so da bin, wo ich hin muss. Ah, guck mal, das sieht doch schon mal... Die Immobilie hätte ich auf jeden Fall auch gekauft. Ah, tatsächlich, das sind das die drei Sachen. Auch hier dieses Kuckucksklavengebäude. Das kann natürlich sein. Dass das mit der Quest was auf sich hat. Ist eigentlich super, dass ich jetzt wieder mal so ein Gebäude habe. Weil, wie gesagt, Ressourcen sind auf jeden Fall nicht verkehrt, welche zu haben. Okay, da habe ich jetzt. Ah, wobei, Moment. Ich kann mich ja mal kurz heilen. Ich kann jetzt ja deutlich mehr einstecken. Wo so viel deutlich mehr ist, hat nicht, aber es ist zumindest mehr. Im Endeffekt muss ich nur einmal in das oberste Stockwerk. Seht das hier als oberstes Stockwerk? Wahrscheinlich nicht, ne? Warum kann ich eigentlich Ziegelsteine tragen? Das macht für mich jetzt noch nicht so wirklich Sinn. Ein bisschen Schaden genommen.
treibst du wild. Na, leider auch nichts. Oh, ist ja auch noch alles dicht. Scheiße. Fresse! Hau dir aufs Maul! Hau dir aufs Maul! Dankeschön. Fick dich. Fick dich. Ha! Ich bin echt schnell genug, dass er nicht schießen kann. Das finde ich echt toll. Aber hier scheint es ja Hinweise zu geben, ne? Irgendwie. Da bin ich jetzt aber gerade ein bisschen überfordert, weil Hinweise, weiß ich nicht, ob es da hier so viele gibt. Ich höre hier doch schon wieder irgendwas, was mich töten will. Na, hier ist auch nichts. Das ist wirklich echt die große Preisfrage. Erstmal, von wo kommen die Gegner? Und wie komme ich weiter nach oben? Mehr kann ich nicht tragen. Ja, aber hier ist zu. Map. Und wie gesagt, wie setze ich die Rauchmischung überhaupt ein? Da, unten. Doch in dem Hauptwohnzimmer, wenn man das so nennen kann. Ich will gerne auf deinem Gesicht landen. Die sind nicht ohne, die Dinger. Die ziehen schon gut was ab, ne? Aber es sind meistens zu blöd, mich zu treffen. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Okay. Also ich verstehe es mit den Hinweisen nicht, weil es gibt hier eigentlich keine Hinweise, meiner Meinung nach. Oder muss ich jetzt hier irgendwie noch was freiräumen? Ne, da ist absolut dicht. Das hier ist der, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Haupteingang. Ja, gut. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Vorher ist auch super, weil das ja auch ein richtig dichtes Gebäude ist hier, ne? Das bringt bestimmt voll was, wenn ich jetzt hier einen Rauchfalle aufstelle. Warum kauft man denn so einen Bau? Guck ich das mal bitte an. Ist doch nichts hier. Er sieht aber so aus, kann man sich da bewegen, ne? Das ist irgendwie, gibt es vielleicht einen Weg, da hochzukommen. Vielleicht aber auch nicht. Ne, Entschuldigung. Inventar. Oder auch nicht. Gesammelt ist dann vielleicht doch. Oder Fallmappe. Na, vielleicht ist es auch noch nicht ganz gerallt, wie ich diese Quest jetzt hier angehen soll. Ist ja irgendwo ein Punkt, wo man die hinsetzen kann, die Schachteln? Ach da, Entschuldigung. Okay. Mein Fehler. So, Fotografien für Walter. Guck mal, das erste haben wir doch schon mal. Ich dachte, das wäre eine Sache, die man einsammeln könnte, das Blaue. Entschuldigung. Einfach, dass ich nur zu viel davon schon tragen würde. Gut, okay, erstes Gebäude wäre schon mal safe.